Bruno? So, heute gehen wir mit Kauf und Lauf mal in die Hundeschule, und zwar die vom Oliver Ludwig. Und da schauen wir heute nicht mal rein, sondern da sind wir schon da. Wir treffen den nämlich jetzt gleich hier auf dem Freibadparkplatz in Lauf. Ja, hallo Olli, hallo Andi. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Hi. Hallo. Wenn ich mich so umhöre, dann ist die Hundeschule Oliver Ludwig bekannt wie der buchstäbliche bunte Hund. Woran liegt das? Was macht euren Erfolg aus? Das freut mich erstmal sehr zu hören. Was macht uns aus? Wir arbeiten intuitiv. Also wir arbeiten nicht nach Schema F, wir arbeiten nicht danach, dass wir quasi auf Begleithundeprüfung achten. Wir arbeiten darauf hin, dass der Hund ein guter Familienhund wird, und wir beraten die Leute situativ. Und das macht uns, glaube ich, aus, ne? Dass wir quasi anders sind als andere. Wenn ich an Hundeschule denke, dann fällt mir immer der Hundeplatz ein, wo sich alle treffen und wo man dann trainiert. Bei euch ist das aber anders. Ja, bei uns im Training geht es sehr viel um die Alltagstauglichkeit. Deswegen trainieren wir auch genau da, wo die Leute mit ihren Hunden spazieren gehen, nämlich auf Felder, Wälder, Wiesen und in der Stadt. Weil wir da einfach ganz andere Bedingungen haben, die ich auf einem Hundeplatz eben nicht habe. Die Zahl der Hundebesitzer nimmt ja, zumindest gefühlt, ständig zu. Ja. Jetzt, wenn ich auf der Suche nach dem richtigen Hund für mich bin, was muss ich da beachten? Also ich würde euch generell jedem empfehlen, dass ich einen Profi zu Rate ziehe, einen Hundetrainer mir organisiert, der mich berät, was für mich sinnvoll ist. Ne? Weil es gibt Hunderassen, die einfach für gewisse Arbeitsbereiche gezüchtet worden sind, die wir aber im normalen Alltag gar nicht abbilden können. Deswegen würde ich mir immer auf jeden Fall jemanden herholen, der quasi mich berät und mir Tipps gibt für Züchter, für Tierheimhunde, für Straßenhunde und so weiter. So, und was außer Alltagstraining, wie wir vorhin schon gesagt haben, bietet ihr noch an in der Hundeschule? Wir bieten zusätzlich noch das Mantrailing, also die Personensuche an, um die Hunde mental auszulasten, weil ein ausgelasteter Hund ist grundsätzlich immer wesentlich entspannter. Zusätzlich bilden wir noch Assistenzhunde aus, zum Beispiel Blindenbegleithunde, Epilepsie-Warnhunde und verschiedenste Therapiehunde, setzen wir dann auch individuell in verschiedenen Psychiatrien derzeit ein. Also, wenn ihr eine entspannte Hundeschule sucht, die nicht ganz dem Standard entspricht, die familienfreundlich ist, die auf jedes Problem individuell eingeht, ne, seid ihr bei uns genau richtig.